So, heute die Acher 2A V2 bei mir im Test. Hier nimmt sie schon ein kleines Wasserbad. Bis gleich. Das Schöne an diesem Modell ist, dass sie hier noch mit zwei AA-Batterien verwendet wird und habe somit die Möglichkeit, überall auf der Welt mir neue Batterien zu holen, für den Fall, dass sie einfach mal leer gehen sollten. Naja, einfach. Das Schöne an der Lampe ist natürlich auch, dass sie für uns durch diese AA-Batterien wieder sehr, sehr nützlich ist. Und wir können damit noch ganz andere Sachen machen als einfach nur Licht. So, wer sehen möchte, wie das genau funktioniert hat mit den Batterien, dazu habe ich extra schon ein Video gemacht. Schaut unten in die Beschreibung rein, da werde ich das für euch verlinken. Wie ihr seht, funktioniert die Taschenlampe immer noch wunderbar. Ebenso funktioniert hier natürlich auch der Trick mit der 9 Volt Batterie. Hierzu hatte ich ja schon auch ein Video gemacht, auch das werde ich euch unten verlinken. Das ist das Überbleibsel dieser 9 Volt Batterie. Wenn sie einführen, Alufolie, sich quasi eine Verlängerung, einen Adapter bauen. Deckel drauf. Und da sind wir. Auch hier ist es jetzt so, dass wir alle Modis durchlaufen können, inklusive dem Strobo. Das ist noch ordentlich Licht. Die Acher 2A V2 wird mitgeliefert noch mit ein paar Dichtungsringen, zusätzlichen, eine schöne Box, um das Ganze drin zu verpacken, und einer Infobroschüre. Ich werde euch das Ganze gleich noch mal draußen vorführen, also wie das Ganze dann in der Dunkelheit sich verhält, und dazu noch ein paar kleine Close-Ups-Aufnahmen reinmachen, und am Ende, bleibt also dran, sage ich noch mal eine Kleinigkeit dazu. Bis gleich. Das ist der kleinste Modus, den die Lampe zur Verfügung hat. Er reicht völlig aus, um sich den Weg wieder nach draußen zu finden. Hier zappe ich ein bisschen durch das Menü durch. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Modusse, wobei der 5. hier der Strobo ist, was für diese kleine Lampe schon eine ziemlich abgefahrene Sache ist. Was ein ziemlich cooles Feature an dieser Taschenlampe ist, ist, dass sie hier innen diesen leichten nachwirkenden Leuchteffekt hat. Und wenn ihr die Taschenlampe an die Hose dran klebt oder an den Rucksack oder irgendwo hin, findet ihr sie relativ schnell wieder. Hier seht ihr die Cree XP11V6 LED. So, wie ihr seht, es ist ein ziemlich cooles Teil. Die Lampe selber hat noch einen Memory-Effekt. Das heißt, wenn ihr die einmal eingeschaltet habt und hier durch das Menü durchseppt, die letzte Menüfunktion, die ihr drin gelassen habt, ist die, die dann auch drinnen bleibt beim Ein- und Ausschalten. Selbstverständlich durch leichtes Drücken, seht ihr, könnt ihr die auch einen Schnellstart drinnen haben. Durch langes Drücken auf diesen weißen Knopf geht ihr automatisch einen Strobo-Effekt rüber. Diesen Ring hier vorne, wo so ein bisschen was Taktisches, hätte ich jetzt auch keine echte Motivation dazu, das Ding mal richtig vor den Latz zu bekommen. Also auch dafür ist sie wohl einsetzbar. Hier hinten habt ihr noch Lanyard Holes, wo ihr hier schön die Schuhe durchziehen könnt. Und es ist zusätzliche Sicherung, damit ihr das Ding nicht automatisch einschaltet, wenn ihr es nur im Rucksack drin habt. Das heißt, ihr seht, wenn ich hier dagegen drücke, passiert gar nichts. Ja. Ziemlich coole Geschichte. Diesen Trageclip hier vorne, den kann man wohl auch noch verstellen. Den kann man ja abmachen und hier irgendwo anders dran klippen, eben wo man das eben haben möchte, wo es einem am besten gefällt. Jetzt bleibt ja eigentlich nur noch ein Test. So, angeblich soll sie auch recht stoßfest sein. Schauen wir mal. So, wie zu hören war, war das Betonboden. Und ich sehe jetzt an dieser Taschenlampe, dadurch, dass der Boden jetzt auch nicht besonders rau ist, sondern einfach nur hart, keine Schädigungen an der Taschenlampe. Ja, coole Nummer.
Für jemanden, der noch auf der Suche ist nach einer Taschenlampe für die Wintersaison, das wäre so eine meiner Vorschläge, die ich damit in den Pool werfen würde. Ich habe euch natürlich wie immer alles unten in die Infobox reingelinkt. Da könnt ihr dann direkt zum Shop gehen, wenn ihr dazu Bock habt. Schaut auch vorbei, ich habe hier meinen Pullover, den könnt ihr dort auch finden. Der ist zurzeit übrigens reduziert. Und ansonsten viel Spaß mit den zwei Videos hier noch und wir sehen uns beim nächsten Mal.